Scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Bereich wir nicht übersteigen dürfen. Mal kurz gucken. Nicht, dass wir das Ding jetzt voll tunen und dürfen wir gar nicht mehr zufahren. So, warte mal. Profi war das. Ferrari 250 GT, oh cool. Ne, aber ansonsten steht hier keine Begrenzung. Nö. Na ne, an dem Start gehen dürfen unmodifizierte Fahrzeuge vor Baujahr. Unmodifizierte? Probieren wir mal kurz was. Nicht, dass wir da gleich rausfallen, wenn wir jetzt gerade irgendwas tunen. Das heißt ja eigentlich modifiziert. So, jetzt ist er A2. Gucken wir mal kurz. Nein, da wollte ich nicht hin. Brauchst doch nicht speichern, ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, wir sind schon wieder raus, scheiße. Das Problem ist einfach, wir sind nicht schnell. Ich versuch's mal mit dem. Das ist ärgerlich, dass wir jetzt nur wegen dem. Naja. Genau, auf jeden Fall da hatte ich Underground 2 dann reingepackt. Das hat dann gleich schon beim Intro. Hat das dann schon abgebrochen, so, ne? Stehen geblieben. Das Laufwerk, meine Playsee hat komische Geräusche gemacht, etc., etc., ne? Kennt man dann. Dachte so, ah, scheiße. Und. Und ja, dann am nächsten Tag bin ich dann wieder dahin. Also ich bin. Ganz ehrlich, ich bin so oft bei GameStop gewesen, wegen Umtausch. Also nicht so oft, aber halt wirklich häufig schon, ne? Weil es ist logisch, die kaufen so viele Spiele an, die können nicht alle testen, so, ne? Da haben sie nicht genug Mitarbeiter und nicht genug Zeit dafür. Deswegen machen sie diese Game Protection so und im seltensten Fall. Also ich muss sagen, ich habe sehr, sehr häufig Game Protections gemacht. Auch für neue Spiele habe ich sogar gemacht, weil es hieß ja das Motto, es ist scheißegal, ob du selber die Kratzer da reinmachst, so, ne? Kriegst dann das Spiel ersetzt. So als Beispiel, so haben sie immer geworben, so. Muss man dann gucken, ob das auch wirklich so ist, ne? Wenn du das mal wirklich machst, ne? Würde ich niemals im Traum dran denken, so, ne? Aber es kann halt alles verschleißen, so abnutzen, dies, jenes, ja, weiß man Bescheid. Naja, wir sind nicht schnell genug. Das ist ärgerlich. Der ist super in der Kurve. Viel, viel, viel besser. Aber den Kollegen da vorne holen wir einfach nicht ein. Da sind wir nicht schnell genug. Suchst du jetzt noch eine Runde und dann geben wir auf, müssen wir den nächsten Cup machen. Ne, auf jeden Fall bin ich dann zu GameStop gegangen und hab gesagt, jo, Spiel ist kaputt. Ne, funktioniert nicht. Und das halt nicht mit so einem Grinsen oder so weiter, sondern ist halt so, ne. Und ich war jetzt eigentlich selten dort, weil was nicht funktioniert hat, so, ne. Muss ich sagen, ne? Also ich bin da ganz, ganz, ganz selten gewesen, der gesagt hat, jo, kaputt, so.
Und ich habe sie auch sofort am nächsten Tag zurückgebracht, so, ne? Konnte es halt nicht vorher, weil hatten zu, so, und ich habe das Spiel abends geholt, so, ne? Oder 17 Uhr und um 19 Uhr macht GameStop zu, so, ne? So schnell kann ich dann auch nicht hin und her, und ich muss ja mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln, bin ich dann immer gefahren. Ja, funktioniert gut. Haben wir keine Chance. Leider. Schade. Naja, müssen wir einen anderen Cut machen, bis wir ein notwendiges Fähigelchen bekommen. Dass wir das zu kriegen, schade, den Ferrari hätte ich ganz gern gehabt. Aber vielleicht kriegen wir den später. Nee, auf jeden Fall dann. Ja, die waren halt zuerst misstrauisch. Ist auch logisch so, wenn du so oft verarscht wirst von Leuten, so, ne? Und es sind wirklich viele Leute, die da hinkommen. Oder die das Spiel, keine Ahnung, durchgespielt haben und dann wieder zurückgeben. Finde ich auch komplett asozial. Bin ich ganz der Meinung, so, ne? Würde ich nicht mal im Traum wagen, bin ich ganz ehrlich. Weil ich bin sowieso ein Sammler und ich gebe ein Spiel nicht zurück, nur weil ich es jetzt durch habe, so, ne? Um mir dann Neues zu holen. So denke ich gar nicht. Sondern speichere ich auf das nächste Spiel, so, damit ich es mir holen kann. So habe ich das immer gemacht, ne? Aber ich habe ja auch eine Zeit lang in so einem Laden gearbeitet und ich habe auch so genug Leute gehabt, so. Habe ich euch auch schon so oft Stories erzählt. Das weiß ich noch, da hatten wir einjähriges gehabt und da haben wir dann drei Spiele für einen Zehner reingepackt. Die konntest die Spiele aber vorher nicht sehen. Ne? Es waren natürlich nicht teure Spiele, so, ne? Es waren Spiele, glaube ich, für 3, 4 € pro Stück, so, ne? Das heißt, wir haben da jetzt einen Verlust von 2 € gemacht, so, aber Hauptsache weg mit den Teilen. Und, ja. Die Leute haben es gekauft, sind nach Hause gegangen, die waren dann halt auch in der Umgebung, so, ne? Haben es aufgemacht und kamen dann wieder und haben die Spiele wieder verkauft bei uns. Ich meine, ich kann es verstehen, so, wenn man erwartet, scheiße, so, ne? Hab schon die Spiele. Gut, kann ich verstehen, so, aber ich wusste, die haben die Spiele gar nicht, die wollten aber was Spezielles. Die dachten, da gäbe es halt irgendwas Geiles, so, ne? Ich meine, die Spiele waren nicht schlecht, so, muss ich sagen. Ein Resistance, ein Resident Evil. Glaube ich, irgendwie Need for Speed Teil war noch dabei gewesen. Es waren ja immer drei Spiele pro Paket, so, und wir hatten, glaube ich, drei, vier Pakete gehabt, einmal PlayStation 3, einmal Xbox, also von je, ne, von, also zwei, drei Pakete pro Konsole war das dann, ne, und dann halt eine Retro-Pack. Das ist übrigens nicht wiedergekommen, so, ne, das war das Einzige. Sonst, die anderen Spiele haben wir eigentlich so gut wie alle wiederbekommen. Wir wollten die halt auch loswerden, so, weil wir haben die schon angeboten, so, für, echt für günstigen Preis, so. Hab ich ja dann zugeschlagen, weil mir fehlten die Spiele. Ne? Mir fehlte Resistance 2, mir fehlte Resident Evil 5, mir fehlte Need for Speed Shift Unleashed 2 oder Shift 2 Unleashed. Ne? Deswegen, die habe ich mir dann geholt, so, ne? Für 20 € habe ich mir dann 4, 5 Spiele geholt. War in Ordnung, weil fehlten mir halt, ne? Wobei, habe ich die eigentlich noch? Das Shift-Spiel habe ich auf jeden Fall noch. Shift 2 habe ich auf jeden Fall noch. Resident Evil 5 habe ich wieder verkauft. Weil dann gab es halt die Version für die PlayStation 4. Da bin ich dann halt. Das interessiert mich dann halt mehr, ne? Und mittlerweile habe ich die als Download-Fassung. Diese Complete Edition da, 4, 5 und 6. Obwohl ich 5 nicht einmal gespielt, also 5 habe ich, also 5 habe ich durchgespielt für die PlayStation 3 auf jeden Fall. War auch ein tolles Spiel, muss ich sagen. Also ich fand es so interessant. Ich bin ja sowieso eher für Action, deswegen ich mochte Resident Evil 6. Weil ich halt auch den Action-Bereich mag. Ich kann natürlich die Leute verstehen, die den Horror lieber mögen. Na, kann ich auf jeden Fall verstehen, so. Aber für mich war eigentlich immer so.
So, jetzt bin ich total abgeschwiffen. Also auf jeden Fall haben sie das Spiel zurückgenommen, durfte mir dann was für 8 Euro neu aussuchen. Und da habe ich dann halt Shift gesehen. Für 9 Euro war das gewesen. Und da hab ich gefragt, glaub, jo, kann ich 1 Euro dazugeben? So, und dann kann ich mir das dann stattdessen ne mitnehmen. Dann haben gesagt, ja klar, nimm mit. So. Und diese Shift-Packung oder Spiel habe ich immer noch. Deswegen, also es hat auch sofort funktioniert und hat mich auch sofort in meinen Bann gerissen. Muss ich ganz ehrlich sagen, also mit Shift fing dann auch so richtig die. Also da ging ich dann so in diesem Simulationsracing mehr rein. Also ich mochte alles, was irgendwas mit Simulation zu tun hatte. Also es kam dann immer mehr. Wie gesagt, Pro Street brauchte ich halt meine Zeit für, aber ich bin froh, dass ich es nicht verkauft hatte damals. Für 25 Cent oder 50 Cent so. Und das andere Spiel war Pacific Warriors gewesen. Zwei, genau, Dogfight. Ja. Das hatte ich dann wieder verkauft, habe das jetzt wiedergeholt und ich habe es ja auch nicht Let's Played, aber ich hatte das ja für das Review-Projekt hatte ich das gespielt. Da habe ich ja übrigens die japanische Kampagne auch hier hochgeladen und kommentiert. Falls sich das jemand angucken möchte. Und da muss ich sagen, das hat mir sogar extrem viel Spaß gemacht. Hatte ich auch nicht erwartet. Na. Naja, aber auf jeden Fall, man sollte mal so seine eigenen Erfahrungen mit den Videospielen machen. Was andere sagen, ist immer schön. Schön und gut. Aber man sollte immer selber Hand anlegen. Also finde ich immer am besten. Einfach. Weil dann weißt du einfach Bescheid. Ist das was für mich? Ist das genau das, was ich haben möchte? So als Beispiel, ne? Genau. Ich habe die Story auch schon so oft erzählt, wie Leute reinkamen und nur Spiele mit einer 90er-Wertung genommen haben. Wo ich mir auch so denke, Bro, es gibt Spiele, die sind auf ihre Weise geil. Es ist einfach so. Sie sind vielleicht nicht lang, sehen vielleicht nicht top aus. Aber sie machen Spaß und wenn sie Spaß machen, Leute, dann machen sie, dann ist doch alles super, finde ich. Was will man mehr erwarten, so? Ich meine, man gibt sein Geld dafür aus, indem man unterhalten wird. Und wenn das irgendwie der Fall ist, so, dann würde ich ein Spiel doch nicht als Scheiße bezeichnen, nur weil es mich nicht, keine Ahnung, 180 Stunden oder länger begeistert, so. Wobei irgendwann ist halt die Luft raus, so, ne? Ja, deswegen habe ich noch nie so ein richtig langes Rollenspiel gezockt. Also noch nie so richtig, ne? So, Skyrim, Dragon Age hatte ich angefangen vor einem Jahr. Boah, fast einem Jahr, genau, ja. Ne, wobei im April war das letzten Jahres. Also vor 10 Monaten circa so. Da habe ich Dragon Age 1 angefangen. Weil da hatte ich die Ultimate Edition, habe ich mit allen Add-ons und DLCs, aber zu denen kam ich gar nicht erst. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Also ich werde es von vorne nochmal anfangen. Vielleicht werde ich das als Let's Play oder als im Stream hier zocken. Was für ein Arsch. Genau. Weil ich halt die Idee einfach geil finde, so. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was mich halt gestört sind, waren die immens langen Ladezeiten. Und ich wurde aus dem
Dialogen nicht schlau. Wo ich mir dann irgendwie so dachte, yo, hier können wir nicht weiter, wir müssen erstmal da und dahin. Ne? Wo wir denken können, oh, okay, dann können wir nicht dahin. So, und dann bin ich zufälligerweise doch irgendwie weiter nach oben gekommen, weil ich mich dann in einem Schloss verirrt habe. So, und dann habe ich doch den Boss geklatscht. Wollte ich eigentlich gar nicht. War das irgendwie doch ein schlechtes Ende? Also schlechte Entscheidung, weil immer was du da auch tust, ist nicht so, ja, nicht so der Hit. Ja, das war dann halt schon dürftig. Ja, deswegen, und das habe ich halt sehr häufig gemacht. Aber ich fand's gut, dass es in Deutsch war, also deutsche Vertonung war, und ja, optisch sah das auch sehr gut aus. Ne, hat natürlich gelackt, ist logisch, wenn die Kämpfe angefangen hatten, so, oder wenn halt viel losgeht, so, ne. War auch für mich persönlich kein Problem. Ich hätte damit kein Problem. Hauptsache, man konnte es spielen. Und ja. So hatte ich mir das dann. Aber ich kam halt an der Stelle, wo ich jetzt bin, kam ich einfach nicht weiter. Bin ich, glaube ich, in irgendeinem Totenreich oder so weiter. Und dann bin ich halt alleine und dann bin ich halt sofort gestorben so. Und dann musste man sich dann irgendwie verwandeln in Tiere oder so weiter oder in Monster, um da weiterzukommen. Das fand ich halt schon mehr. Weil sowas ist eher weniger meins. Ich mag halt so Rätselsachen ungerne. Ich bin dann eher so einer Quest erfüllen, Gegner killen, so das ist meins. Und dabei halt so eine Nebenstory noch mitnehmen, so. Das ist eher so meins. Deswegen so zum Beispiel Final Fantasy 14 wäre genau richtig für mich. Muss ich auch mal wieder spielen, ey. Bin ich auch schon fast einem. Ja, wobei, ja, ein halbes Jahr. Dreiviertel Jahr habe ich das bestimmt nicht mehr gezockt. Ja. Ja, muss ich immer wieder spielen. Man kommt aber auch nicht so wirklich dazu. Wie gesagt, man arbeitet halt viel, dann muss man natürlich auch dementsprechend schlafen. Ja, da kommt man halt wenig zum Zocken. Ja, und dann nimmt man auch ganz gerne was für den YouTube-Kanal oder jetzt hier live auf Twitch. Nimmt man dann auch ganz gerne noch was mit für auf. Na, dass man dann halt auch was hat. Jo.
Supi. Das wäre jetzt schon ein bisschen schwieriger. So, dann New York. Jetzt die volle Strecke diesmal. Gerade die E-Mails noch gecheckt von mir, was Neues reingekommen ist. Klar, zieh durch, Alter. Glaube, da habe ich jetzt Probleme, muss ich sagen, ja. Weil die eine bessere Geschwindigkeit haben als ich. Mist. Ich habe keine Ahnung, was der gemacht hat, der Rote. Ist das Problem auch, dass du das erst im Nachhinein mit einer Verzögerung hörst? Also ich jedenfalls. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Müsste aber eigentlich passend sein. Das wäre jetzt behindert, wenn da eine Verzögerung drin wäre. Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Scheiße. Wenn eine Verzögerung hier drin ist, tatsächlich, die ich hier jetzt auch habe, so, ne? Dann tut es mir echt leid. Die habe ich nicht beachtet. Kann ich auch nicht umändern. Bin ich ganz ehrlich. Hey, geht ja. Ich kann ja nichts machen. Ich habe das ja, wenn ich normal die Videos aufgenommen hatte als Beispiel, da hatte ich dann immer. Da hatte ich immer so ein von einer halben Sekunde bis hin zu anderthalb immer weggeschnibbelt, damit das passt halt so, ne? Damit halt nicht der Ausraster von mir kommt und im Geschehene wird dann halt ein, zwei Sekunden später das gezeigt, so was passiert. Das muss dann schon irgendwie zeitgleich passieren, so, ne? Gibt natürlich Videos, wo das passiert ist, wo ich es vergessen habe. Naja, da habe ich ausgerastet und nein, eine Sekunde später kommt das erst, so warum ich ausgerastet bin, so, ne? Oder ob ich ausfallend wurde. Dann auch schon ein bisschen strange, wo man so denkt, worüber regt er sich denn auf? Und dann, ach, so deswegen. Es sieht einfach nur merkwürdig aus. So, ne? An sich ist es ja kein, wäre es kein Thema, aber.
Achso, man kann immer noch Halo 1 online zocken. Ich habe ja durch den Game Pass. Achso, da ist er. Durch den Game Pass habe ich ja die Master Chief Collection. Und da hatte ich dann spaßenshalber einfach mal Halo Multiplayer mehr Spiele gedrückt gehabt und man konnte wirklich zocken. Und die war nicht schlecht. Die war gar nicht mal so schlecht. Obwohl das komplette Profis waren so. Aber halt so ein paar habe ich trotzdem erwischt. Die Map war halt ganz gut. Ja, ich glaube ich auch ein Achievement dafür auch bekommen. Ne, Halo möchte ich eigentlich auch ganz gerne spielen, genauso wie Gears of War, die Reihe. Habe ich nie gespielt, deswegen. Und würde mich echt mal interessieren, wie es halt ist, so, ne? Also wie es ist. Welche Grad haben wir es jetzt eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Ein Grad. Eieiei. Ach du Scheiße. Sorry für den Ausdruck, aber. In. Okay, das ist schwer zu rechnen. In 16 Stunden soll es einfach mal minus 14 Grad sein. Am Morgen. Oh, bin ich. Ich bin glücklich, dass ich nicht arbeiten muss. Minus 14 Grad. Ach du Scheiße. Und ich arbeite halt draußen oft, ne? Also viel draußen. Alter, um 7 Uhr morgens soll es minus 14 Grad sein, ey. Und ich habe mich eigentlich schon gefreut, so weil jetzt langsam auch so der Schnee langsam runtergeht, so, ne? Und die Straßen einigermaßen auch gut aussehen, also so die Hauptstraßen, so, ne? Viel befahrenen Straßen, dass das alles so ein bisschen besser aussieht, ne? Aber wenn es gleich wieder minus 14 Grad gleich, ey, zweistellig einfach so, ne? Bisschen too much, finde ich. Ja, ihr seid alle schneller. Habt mehr Tempo und mehr Beschleunigung. Boah, Alter. Ja, super. Ja. Ich glaube auch, das war's. Ich glaube, den Kollegen da vorne holen wir definitiv nicht mehr. Also, den hier vor uns werden wir auf jeden Fall noch kriegen. Aber den da hinten nicht.
Der blöde Rote da mal wieder, ey. Bis auf dem ersten Rennen war der immer nervig. Beim ersten war er halt nicht existent. Deswegen. Na, wobei, wir holen auf. Sieht jedenfalls so aus. Aber das ist irgendwie immer so die letzte Strecke, so die Haupthürde sein muss. Das finde ich irgendwie mehr. Ja, aber so auf gerader Strecke ist er halt zu schnell für uns. Und das spürt man halt leider. Ich dachte schon, man hört. Ich dachte schon, den. Also, den Fernseher habe ich nicht stumm geschaltet. Ja, weil ich nicht gebremst habe. Deswegen. Ist mir nämlich gerade schon aufgefallen, dass das nicht notwendig ist. Also so ein bisschen hatte ich jetzt nur. Aber es reichte halt den Kollegen da. Endlich zu überholen. Dann haben wir wenigstens den Cup erfolgreich beendet. Immerhin etwas. Yay. Freue mich. Und wir kriegen ein Porsche 911 Carrera RS. Geil. Sehr geil. Können wir den nicht theoretisch. Ich meine den Porsche. Ja. Aber der Porsche ist halt ein bisschen. Ja, wobei, wir können ja mal mit dem ausprobieren. Mehr als verkacken geht ja eh nicht. Weil den Cup möchte ich eigentlich ganz gerne haben. Kennt ihr das Gefühl? Ihr habt eine Person geschrieben. Und halt. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Person geschrieben. Gestern. Weil die was Merkwürdiges geschrieben hatte. Und. Die hat sich jetzt schon fast einen Tag nicht gemeldet. Die war on, sie hat es aber nicht gesehen. Hat aber halt Sachen gepostet, etc. So. Das finde ich kacke.
Ich weiß, dass man das irgendwie einschalten kann, dass man es doch nicht gesehen hat, so damit der andere nicht weiß, oh, der hat es gelesen, so. Aber ich weiß nicht, gibt's das, geht das auf Insta auch? So als Beispiel. Würde mich mal interessieren, so, ne? Auf jeden Fall, das fand ich scheiße. Das Tempo ist bei uns halt scheiße. Ich meine, es war sogar beim Spider besser. Ja, doch, oder? War doch Spider. Ich glaube schon. Das Problem ist halt unmodifiziert. Das heißt, wir dürfen einfach nicht tunen. Das finde ich scheiße. Wobei ich weiß halt nicht, ob man die anderen Sachen nicht auch tunen kann, so, ne? Also die jetzt nicht die Leistung zum Beispiel so erhöhen, sondern so andere Sachen. Wobei man realistisch bleiben muss, den Typen hole ich nicht ein. Schade eigentlich. Ja, das ist echt schade. Schauen wir mal. Na, ist auch modifizieren. Sowas als Beispiel. Gucken wir mal, aber zählt ja eigentlich schon als modifiziert, so, ne? Und es zählt auch als modifiziert. Ach, ist das scheiße. Gut, dann machen wir das gerade nochmal wieder ab. Das ist scheiße. Dann gibt es immer nur diesen einen Wagen, der kacke ist. So, ne, so richtig kacke. Ne, alle anderen sind so. Kommst du klar? Aber dann gibt es den einen, der scheiße. Eieiei. Dankeschön für die, die mir gerade Gesundheit gesagt haben. Falls es welche gibt. Ja, bestimmt. Na, auf jeden Fall, hier können wir einen Cup fahren. Das finde ich doch schon mal gut. Wankelmotor Challenge. Mich würde aber immer interessieren, wann habe ich das letzte Mal denn gestreamt? Ja, laggt jetzt gerade ein bisschen, weil ich auf Twitch bin. Wann habe ich denn. Boah, vor 4 Tagen war das letzte Mal erst. Das heißt, 3 Tage ging es mir scheiße. Na super. Ja gut, man muss sagen, gestern. Ja gut, heute war ich auch mal. Na. Naja, egal. Es ist wie es ist.
Also ich finde es super, dass wir nur zwei Runden fahren. Aber ich finde es nicht so schön, dass die förmlich drauf warten zu überholen. Ja, die sind relativ nah. Nein, Mann. Nah dran. Ach, scheiße. Jetzt Tempo verloren. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man hier auf Twitch eigentlich teilen kann, ob das man gerade live ist. So. Also den Leuten, die man und die einen folgen, dass man denen sagen kann, yo, ich bin live. Kommt rein. Wobei ich habe ja eine sehr einfache Folgliste. Also den ich folge, so, ne? Ich weiß gar nicht. Vier, fünf Leute sind das, glaube ich, nur, ne? Nur vier, fünf Leute, denen ich folge. Ich bin eher weniger der Twitch-Schauer, Zuschauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gucke hier und da ganz gerne Stream-Ausschnitte, die auf YouTube hochgeladen sind, die gucke ich mir halt ganz gerne an. Also ich gucke mir so Reactions ganz gerne auch mal so an, ne? Wenn sie spannend wirken. Aber manchmal muss man auch sagen, manche Reactions sind einfach nur Clickbait, damit die Leute da auch draufklicken so, und im Grunde ist halt nicht wirklich viel Reaction drauf. Sondern man sieht da halt eher einer, der gelangweilt ist, bei dem du siehst, yo, der macht das jetzt echt nur wegen den Klicks so, ne? Und weil das halt polarisiert so. Damit er halt da nochmal die Klicks abgreifen kann. So, das finde ich ein bisschen mehr, muss ich sagen. Aber es waren halt viel, leider sehr, sehr viele Reactions. Streamer. Und vor allem, das ist ja überhaupt keine Arbeit. Überhaupt keine Arbeit. So, du klickst ein Video an. Sagst vielleicht ein bisschen was dazu. Ich glaube, ich meine, es gibt sogar Leute, die sagen gar nichts oder sagen am Ende halt vielleicht was, weil sie dann wissen, ah, ich habe eh gleich so gut wie alles vergessen, nur um am Ende zu sagen, ja, war gut gewesen oder stimme ich so zu. Und dann laden sie es halt auf YouTube nochmal hoch, wo man halt auch viele Abonnenten hat. So, die gucken sich das dann an. Keine Ahnung, ob sie das geil finden, aber Hauptsache die Klicks nimmst du halt mit. Und dann cashst du halt doppelt ab. Sowas finde ich halt scheiße. Ich meine, ich kann es verstehen, ich würde es genauso machen. Also auf eine Weise würde ich das wahrscheinlich genauso machen, weil doppelt Geld verdienen ist immer gut. Ne? Wenn dann halt alles rausholen soll, ne? Was geht, und ich meine, ein Aufwand ist das nicht. Ich meine, ich mach hier auch nicht viel anders gerade. So, ich nehme hier auf. Ich meine, ich streame hier und dann lade ich das später oder lade das halt auf YouTube wieder hoch. Ne? Nur halt, dass ich nichts verdiene. Deswegen, falls hier mal auf Twitch irgendwelche Werbung angezeigt wird, ich weiß nicht, wie das hier ist, ob man die nur selber machen kann. Also einstellen kann. Also ich verdiene dadurch auf jeden Fall nichts. Ja. Das wollte ich damit einfach nur sagen.
Fall.